Diesmal hat es geklappt. Und das ist auf der Bahn 3 aktuell. Nils Leifert, der da vorne ist. Aber Kopf an Kopf mit Bruno Betz bis auf den letzten 10 Metern. Da bleibt Bruno Betz an der Hürde hängen. Kam da ganz stark auf, hinten raus. Und bleibt dann aber hängen, verliert die Geschwindigkeit. Und somit der neue deutsche Jugendhallenmeister Nils Leifert. 7,77 kann dann nochmal deutlich eins draufsetzen im Vergleich zum Vorlauf und zum Zwischenlauf. Eine Hundertstel vor Noah Meyer, 7,78. Und Bronzemedaillengewinner an diesem Abend, Bruno Betz, 7,91 Sekunden.